Wort ist nun Magister Meredith Soski. Bitte, Frau Abgeordnete. Danke, Herr Präsident, sehr geehrte Mitglieder der Bundesregierung, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, insbesondere hier auf der Galerie. FPÖ-Abgeordneter Schnetitz hat gerade rhetorisch gefragt, wer denn immer dabei sei, wenn es richtig grauslich wird für die Menschen in diesem Land. Und die Antwort ist eine sehr evidente, das seid ihr, das ist die FPÖ. Immer dann, wenn ihr Regierungsverantwortung übernehmt, passieren Grauslichkeiten, Einführung des 12-Stunden-Arbeitstages, Kürzungen im Sozialsystem, Kürzungen bei den AMS-Förderungen. Und ich erinnere an die Sozialministerin Hartinger-Klein, die gemeint hat, vor 150 Euro im Monat können wir leben. Also ihr seid diejenigen, die dafür sorgen, dass es grauslich wird im Land. Deswegen ist es wichtig, dass ihr nicht in Verantwortung kommt. Und wir sind diejenigen im Land, die für die Menschen arbeiten. Und deshalb bekommt Österreich heute den Mietpreisdeckel. Das ist gut und wichtig so. Wieso ist das gut? Weil wir mit diesem Mietpreisdeckel endlich den Wohnkostenanstieg stoppen können und weil wir für die kommenden 3 Jahre garantieren, dass keine Erhöhungen bei den Mieten über 5% stattfinden werden. Und diese Preisgarantie, die wir heute abgeben, die gilt sowohl für Genossenschaftswohnungen, die gilt für Richtwertwohnungen und die gilt auch für Kategoriewohnungen und umfasst damit 2/3 aller Mietwohnungen in Österreich. Und das bedeutet konkret auch für Sie alle, die Sie hier heute zusehen, eine monatliche Preisgarantie und das über die kommenden 3 Jahre hindurch und auch danach ändert sich was. Ab dem Jahr 2027 wird zum Schutz vor Wohnkostenexplosionen die Wertanpassung geglättet. Was bedeutet das? Das heißt, dass anstelle der Vorjahresinflation, die derzeit für die Bestimmung oder zur Bestimmung von Mieterhöhungen herangezogen wird, künftig der Mittelwert der Teuerung der vergangenen 3 Jahre herangezogen wird. Und Fiskalratspräsident Bardelt hat schon in einer ersten Reaktion auch bestätigt, dass diese Maßnahme gut, sinnvoll und vor allem auch inflationsdämpfend ist. Und wenn der Klubobmann der SPÖ, Kucher, diese Mietpreisbremse, diesen Mietpreisdeckel gerade vorhin in seiner Rede als Schmähbremse bezeichnet hat, dann muss ich mich wirklich wundern. Ich glaube, unsere Klubobfrau hat das Beispiel auch angeführt. Eine Familie in einer 92 Quadratmeter Genossenschaftswohnung erspart sich dank dieses Deckels in den kommenden 3 Jahren 1215 Euro. Eine alleinlebende Frau, ein alleinlebender Mann in einer 50 Quadratmeter Richtwertwohnung in den kommenden 3 Jahren 575 Euro. Und wenn Sie das als Schmähbremse und als Tropfen auf den heißen Stein diffamieren, frage ich mich schon, wie abgehoben sind Sie eigentlich? Und ich finde es auch immer seltsam, sich herauszustellen, A zu fordern, aber dort, wo man selber in Regierungsverantwortung ist, Z zu machen. Sie sagen, Sie wollen eine Deckelung der Mieten. Glücklicherweise ist ja die SPÖ in Wien in der Stadtregierung, fast in einer Alleinregierung, würde man sagen. Neos sind dort so transparent, dass man sie gar nicht wahrnimmt. Glücklicherweise ist ja Wien die größte Immobilienbesitzerin in Europa. Es wäre so für Sie in Wien kein Problem, dass Sie hergehen und sagen, ja passt, hier ziehen wir einen Mietpreisdeckel ein. Machen Sie aber nicht. Wieso tun Sie das nicht? Wieso tun Sie es in Wien nicht? Aber im grün regierten Innsbruck und im grün mitregierten Graz war es möglich, eine Mietpreisbremse einzuführen. Wieso geht das in Innsbruck und in Graz, aber im rot regierten Wien geht das nicht? Wie erzählen Sie, wie erklären Sie das den Mieterinnen und Mietern dort? Und wieso geben Sie vor, für eine Entlastung der Mieterinnen und Mieter zu sein und haben hier, als wir im Sommer oder im Frühling, glaube ich, war es, beschlossen haben, die Abschaffung der Maklerinnengebühren als Sozialdemokratie dagegen gestimmt. Sie haben gegen die Abschaffung der Maklerinnengebühr gestimmt. Ich frage Sie, warum haben Sie das gemacht? Und für uns Grüne ist klar, Wohnen ist ein Grundrecht, weil es ein Grundbedürfnis ist. Nicht nur in Zeiten der Teuerung sind Wohnkosten eine riesige Belastung für viele Menschen, die in unserem Land leben. Und deshalb muss leistbares Wohnen oberste politische Priorität sein. Und das ist es für uns Grüne. Wir haben hier in der Bundesregierung einiges schon auf den Weg gebracht, um leistbares Wohnen auch nachhaltig abzusichern. Der Sozialminister hat es schon gesagt, denken Sie an den Wohnschirm, der Wohnkosten und teilweise auch Energiekosten für bestimmte Personengruppen übernimmt. Denken Sie an den Heizkostenzuschuss. Wir haben dafür 450 Millionen Euro, also fast eine halbe Milliarde in die Hand genommen für die Zuschüsse in den Bundesländern. Denken Sie, wie gesagt, an die Abschaffung der Maklerinnengebühr und jetzt auch an den Mietpreisdeckel, für den wir Grüne in dieser Koalition wirklich beharrlich, beherzt gekämpft haben, den wir auch durchgesetzt haben. Das ist gut und wichtig so. Und sehr geehrte Damen und Herren, die Klubobfrau Sigi Maurer hat vorhin ausgeführt, wir leben in einer fossilgetriebenen Inflation. Wir sehen und spüren die Folgen jeden Tag beim Einkauf, im Supermarkt, im Gastgarten oder eben auch bei den Mieten. Uns ist bewusst, dass die Folgen dieser Inflation
sehr viele Menschen im Land vor große Herausforderungen stellen. Wir sehen diese Sorgen, wir hören sie und wir kümmern uns darum. Und das zeigt auch der heute beschlossene Mietpreisdeckel, den wir hier gemeinsam beschließen werden. Und ich darf Sie alle dazu einladen, hier auch diesen Schritt mit uns zu gehen und eine Wohnkostenentlastung für die in Österreich lebenden Menschen mit uns gemeinsam zu beschließen. Danke. Leistbares Wohnen muss die oberste Priorität sein, sagt hier Merit Isoski von den Grünen.